So, jetzt habe ich mal unseren Weißburgunder Ruhlgässle. Das ist ja einer von unseren neuen Spitzenweinen. In der Preisliste ursprünglich gar nicht vorgesehen gewesen, weil wir länger noch nicht so ganz darüber sicher waren, ob oder ob nicht. Beim Grauburgunder waren wir es, beim Weißburgunder nicht ganz. Jetzt haben wir ihn. Offiziell. In der neuen Preisliste wird er dann auch drin sein, preisgleich mit dem Grauburgunder. Ja, Ruhlgässle. Was ist denn so ein Ruhlgässle? Wir sehen es da vorne auf dem Etikett hier auch so ein bisschen stilisiert mit drauf, mit eingebunden. Eine Ruhlgasse, ein Ruhlweg. Das entsteht in den Lösslehm-Weinbergen, die wir halt im Markgräflerland überwiegend haben bei uns um Heitersheim herum, wenn ja, Fuhrwege regelmäßig benutzt werden, dort keine Vegetation stattfindet, dann frisst sich so die, das Wasser, die ganze Natur, die Umwelt, die Wettereinflüsse, die lassen da einfach eine immer tiefer werdende Fahrrinne entstehen und irgendwann hat man halt einen teilweise dann mehrere Meter tief in den Berg eingegrabenen Fahrweg. Das ist eine Hohlgasse oder wie der Markgräfler sagt mit seinem alemannischen Einschlag, ein Hohlgässle. Der ursprüngliche Plan war, die Weine unter dem Gewannname auf den Markt zu bringen. Die liegen im Gewann Oberberg, was auch ein schöner Name gewesen wäre. Aber eben, wie das manchmal ist im Leben, haben wir dann beim genaueren Hingucken festgestellt, dass eine Zeile nicht mehr so ganz komplett eben in dem Gewand drin liegt. Von daher war der Name dann hinfällig. Dann haben wir gesagt, okay, aber direkt unter den Weinbergen ist eben diese Ruhlgasse. Dann nehmen wir die doch als Namensgeber. Unser Ruhlgässle Weißburgunder. Ein Wein, der, ja, der lebt von seiner Fülle, seinem Körper, seinem Extrakt. Der Lösslehmboden bringt halt da so richtig schöne Power mit rein, sorgt aber auch durch den Lössanteil eben für eine schöne, angenehme Frische, für ein mineralisches Rückgrat, aber es ist schon eher der bisschen gehaltvollere, weiche, runde Schmeichler-Typ, der dort wächst als Wein. Egal, ob man jetzt beim Weißburgunder oder beim Spätburgunder schauen, die Weine sind immer ein bisschen das Femininere, weil eher dieses Fruchtbetonte im Vordergrund steht. Der Weißburgunder ist natürlich sehr selektioniert, sehr reduziert vom Ertrag her. Wir haben den Wein dann für ein Jahr im Barrique ausgebaut, gutes Jahr im Barrique-Gelege. Französische Eiche. Der hat in der Nase schon so nicht nur diese florale, gelbfruchtige Noten vom Weißburgunder, auch eher schon ein bisschen diese Vanille mit dabei. Es kommt durch den Barrique-Ausbau, eben durch die Lignine aus dem Holz. Man hat aber auch eben diese bisschen mineralische Note. Das merkt man gerade so hinten raus, wenn der Wein schon eigentlich aus dem Mund raus ist, wo er doch mit einem schönen Biss noch da ist und sich verabschiedet. Aber eigentlich verabschiedet er sich auch nicht wirklich, weil der hat wahnsinnige Länge, also er bleibt immer noch auch im Gaumen und auf der Zunge sehr präsent. Ich werde den Wein wirklich spaßeshalber demnächst einfach mal ausprobieren mit einer schönen Lammschulter geschmort. Macht Spaß. Das Schmoren, das Essen und das Trinken. Ruhlgässle Weißburgunder. Wer ihn noch nicht probiert hat, sollte das mal tun. Der gefällt mir unheimlich gut. Das, obwohl ich über Jahre eigentlich gar kein Weißburgunder-Fan war. Ich probiere jetzt gleich mal noch den Grauburgunder und sag mal zum Wohl.